Der Gesamtfahrzeugversuch, der ursprünglich immer die ersten Prototypen physisch erprobt hat, hat bei der neuen E-Klasse bereits in der digitalen Phase gestartet. Das Kühlmodul ist dahinter. Wir halten aber eine deutlich höhere Performance, dass wir also das Thema spätes Hochfahren des fahrerseitigen abgeblendeten Scheinwerfers dynamisch hinbekommen. Das müssen wir mit der Kamera in den Blick kriegen. Und es liegt direkt vorm Kühler, wenn jetzt jemand sagt, das ist technisch absolut notwendig. Ich wollte es nur noch mal ansprechen. Ihr sagt, wir kriegen es hin. Wir sagen, wir müssen so wie es jetzt ist, kriegen wir es hin. Wie war es früher? Früher hat man die ersten Datensätze zu Prototypen-Werkzeugen verarbeitet. Und aus diesen Prototypen-Werkzeugen sind klassischerweise Prototypen entstanden. Was wir jetzt bei der neuen E-Klasse gemacht haben, ist relativ früh den Versuch schon an die digitalen Datensätze ranbringen und nicht erst an die ersten Prototypenteile. Was wir dadurch erreicht haben, ist, dass wir die ersten Bauteile schon im digitalen Fahrzeug erprobt haben. Unsere Aufgabe in der Anlauffabrik ist es, aus ersten Teilen verschiedener Zulieferer und den Vorgaben aus Entwicklung und Planung alle Prototypen einer neuen Baureihe aufzubauen. Die gebauten Fahrzeuge bilden dann die Basis für die weitere Erprobung in den Fachabteilungen. Wir setzen uns dafür ein, das Fahrzeug reif für den Kunden und fit für die Prozesse in den Werken zu machen. Das funktioniert vor allen Dingen in der frühen Phase natürlich nur, wenn wir alle eng untergehakt arbeiten. Wir brauchen die Logistiker, die uns mit den Teilen versorgen. Wir brauchen die RD-Kollegen, die die Teile konstruieren. Und wir brauchen auch die Planung, die uns sagt, an welcher Stelle die Teile dann ins Auto kommen. Also das Ganze funktioniert nur im extrem guten Teamwork. Also der letzte Schritt, bevor wir das Fahrzeug an unsere internen Kunden abgeben, ist die Fahrzeugtarnung. Die ist dahingehend auch sehr wichtig, weil wir natürlich möchten, dass die Fahrzeuge erst auf den jeweiligen Messetermin wahrgenommen werden. Die USA sind für uns ein wichtiger Erprobungsstandort. Extreme Hitze und Staub fordern hier das Fahrzeug. Neben den vielen Millionen Dauerlaufkilometern auf Prüfständen und Fahrzeugen fahren meine Teams weit mehr als 1 Million Kilometer. Ziel der Erprobung ist es, alle Systeme, alle Bauteile im Gesamtfahrzeug zu erproben, zu stressen, über die entsprechenden Lastkollektive, also das heißt über die entsprechenden Holperstrecken, über die Hochgeschwindigkeitsstrecken, über die Staubstrecken. Und diese Belastung entsprechend soll ja auch das Autoleben abbilden. Und dort versuchen wir entsprechend auch nach dieser Erprobung eine entsprechende Freigabe abzugeben, um das Fahrzeug in die Produktion zu geben, um sie dort zu bauen. Bei der technischen Umsetzung helfen uns eine Vielzahl von Sensoren und Temperaturfühlern. Aber auch Informationen der GPS-Signale verwenden wir für die Klimaregelung. Unser Ehrgeiz ist es, die beste Business-Limousine der Welt zu bauen. Das heißt, unser Anspruch und unsere Motivation heißt Perfektion und Zuverlässigkeit. In der neuen E-Klasse müssen die Mercedes-Gene unverkennbar drinstecken. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.